Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Platz an der Sonne Box von BSMG. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, BSMG, das sind Megalo, Ghanaian Stallion und Musa. Die drei haben sich formiert zu BSMG. Und wofür das steht, ist bis jetzt noch nicht ganz geklärt. Die drei sagen im Interview, dass das mehrere Hintergründe bzw. mehrere Bedeutungen hat. Also das geht von Black Superman Gang bis zu Brüderschaft mehr gemeinsam oder Brüder, Schwestern mehr Gemeinschaft. Oder aber auch im englischen Kontext Brothers, Sisters Move Globally. Ja, wofür es steht, ihr seht, ist Ansichtssache. Wahrscheinlich gibt es noch 10 weitere Bedeutungen in diese Richtung, die man aus BSMG formieren kann. Wir haben hier auf der Box einen Aufkleber und hier lesen wir Musa, Ghanaian Stallion, Megalo. Und dann steht hier noch mit oder inklusive Digipack Edition, Instrumental CD, T-Shirt Größe L, Comic-Karten, 6 Stück, 10 Sticker plus MP3 Download. Alles klar, die Box sieht so aus. Also, wir haben hier Afrika, BSMG, Platz an der Sonne lesen wir hier. Ansonsten ist die Box glatt schwarz und wir werden sie mal aus der Verpackung befreien, damit das auch nicht mehr so krass spiegelt. So, also glatt schwarz, beziehungsweise hier auf der Vorderseite haben wir nochmal die Umrisse Afrikas und BSMG stehen. Ansonsten wirklich einfärbig schwarz. Es klappert schon. Und, gut, hätte ich mir das Ganze sparen können. Hier auf der Rückseite lesen wir nochmal Black Superman Gang, Brüderschaft mehr gemeinsam, beziehungsweise Brüder, Schwestern mehr Gemeinschaft. Okay, die englische Bezeichnung dieses Brothers, Sisters Move Globally haben sie nicht draufgepackt, aber darüber haben sie im Interview geredet. Dann haben wir hier noch einen Barcode und die Credits. Es ist eine Clubbox und wir schauen mal, was sich drin befindet. Wir haben hier einmal die Instrumentals zum Album. Das Album an sich im Digipack. Dann den MP3-Download. Den könnt ihr gerne einlösen. Ich habe keine Verwendung dafür. Holt euch das Album auf MP3-Basis. Dann haben wir Sticker, ein T-Shirt und diese Karten, Comic-Karten. Schauen wir uns gleich mal im Detail an. Die Box von innen glatt schwarz. Packen wir mal weg. Und dann werden wir die einzelnen Sachen mal aus dem Plastik holen. Also machen wir erstmal das T-Shirt raus. Weg damit. Und dann die beiden Tonträger. Ist die Frage, wir werden es wohl hier oben öffnen. So, Nummer 1, das Digipack. Obwohl ich es jetzt aufgeschnitten habe, kriege ich es irgendwie nicht richtig auf. So, aber jetzt. Und dann natürlich noch die Instrumentals. Wo ist hier die Öffnung? Egal. Wir haben hier am besten wahrscheinlich hier, wo das Ganze zusammengeschweißt ist. So, aber jetzt. Also, wie immer, fangen wir an mit dem Album an sich. BSMG, Platz an der Sonne. Das Cover kennen wir schon von der Box. Und dann haben wir hier auf der Rückseite 18 Tracks aufgelistet. Wir haben Features von Fonz, oder Fonz, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Joey Denalan, Shima Ede und Ame Wu. Das ist ein Interlude. Und hier nochmal Maro und Shima Ede. Alles klar.
Das sind die Features von diesen, man sieht es halbwegs, von diesen 18 Tracks sind meine Favoriten, beziehungsweise mein Favorit, mir speziell ein Song im Gedächtnis geblieben. Und das ist der Song, auch wenn ich ihn jetzt gerade auf der Liste nicht sehe, Geschichtsunterricht. Ah, oh ja doch, 9. Track, Geschichtsunterricht, der auch die beiden Features beinhaltet. Man kann generell sagen, dieses Album ist, wie auch am Cover zu erkennen, sehr, sehr Afrika-lastig. Also sprich, die Inhalte drehen sich sehr stark um das Thema Afrika und generell farbige. Also, und es ist sehr gesellschaftskritisch. Also einfach unser Umgang in der ersten Welt, also in Europa und den USA, in Bezug auf Afrika und Entwicklungsländer, und dass der Reichtum unserer Bevölkerungen hier in Europa und den USA hauptsächlich darauf basiert, dass wir eben schon von früher Zeit an begonnen haben, ärmere oder unterentwickeltere Länder zu instrumentalisieren oder zu kolonialisieren, je nachdem. Ein sehr gesellschaftskritisches Album und wirklich gute Texte. Also es geht hier nicht um Drogen, Waffen und wer das dickste Auto fährt, sondern es ist wirklich wissenswerter Inhalt. Und deswegen gerade der Track Geschichtsunterricht in meinen Augen sehr, sehr gut vom Text her. Dann haben wir hier das Booklet, ebenfalls wieder das Afrika-Logo bzw. die Karte BSMG. Lesen wir wieder. So, dann haben wir im Booklet, das ist mal interessant, mehr oder weniger einen Comic. Habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Spannende Sache. Also könnt ihr euch natürlich dann, wenn ihr das Album kauft, in Ruhe durchlesen. Und dann haben wir hier noch Tracks aufgelistet, beziehungsweise deren Texte. Also gefällt mir richtig gut. Wenn man im Booklet die Texte abdruckt, dann könnt ihr das natürlich dann mitlesen, mitrappen, nachlesen, falls ihr irgendwas nicht verstehen solltet. Also wirklich Track für Track hier abgedruckt. Richtig schön. Ihr seht schon, jede Menge Text. Dann haben wir das Album an sich. Die CD sieht so aus, in diesem Farbspektrum. Hinten glatt schwarz. Und hier nochmal die drei Herren, Megalo, Canadian Stallion und natürlich Musa. Booklet geben wir zurück in die Hülle. Dann haben wir die Instrumentals, diese wie so oft in einer Papphülle. Auch wieder hier Afrika zu sehen, allerdings hier in schwarz und weiß und hier noch mit dem Schriftzug Instrumentals. Hier wieder die Tracks. Hier fehlen 3 Tracks zum normalen Album. Warum? Weil auf dem Album 3 Interludes sind, die natürlich nicht als Instrumental-Version hier drauf. So sieht die Instrumental-CD aus. Dann haben wir 10 Sticker, oder ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber jede Menge Sticker. Ich glaube 10 stand auf der Verpackung. Wir haben hier einmal das bekannte Afrika BSMG Logo, beziehungsweise diese Karte. BSMG in weiß und schwarz. BSMG in schwarz und weiß. Brüder, Schwestern, mehr Gemeinschaft. Black Superman Gang. Brothers, Sisters, Move Globally. Jetzt haben wir es auch auf Englisch. Brüder schaffen mehr gemeinsam. Lang lebe Afrika. Ich zeige meine Haltung wie der Bruder Jesse Owens. Gibt es auch einen Track dazu, Jesse Owens. Also ein schwarzer Leichtathlet aus den USA. Und Vergangenheit kennen, Gegenwart deuten, Zukunft gestalten. Also jede Menge Sticker. Echt top. 10 Sticker, 10 verschiedene Sticker. Alle quadratisch in dieser Hochglanzoptik. Gefällt mir richtig gut. Also stickertechnisch. Mit Sicherheit eine der stärksten Boxen, die ich je gesehen habe. Den MP3-Download, wie gesagt, Code könnt ihr gerne einlösen. Ich werde ihn nicht verwenden. Dann haben wir diese Karten. Auch wenn sie mir gerade nicht... Ganz ehrlich. So. Was haben wir hier? Sie sind also erwacht. Es ist schon zu spät. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Okay, alles klar. Also das sind Comic-Karten deswegen, weil die eben im Booklet in diesem Comic vorkamen. Und das sind einfach einzelne Abbildungen.
aus diesem Comic. Und auf der Rückseite haben wir eben immer die verschiedenen Bedeutungen von BSMG. Beziehungsweise hier noch die Zitate, die wir auch von den Stickern kennen. Alles klar. Also, wir haben hier, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, ich glaube 8 waren es, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Comic-Karten sind aus gestärktem Papier, leichte Kartonkarten. Und dann haben wir noch zum Abschluss das T-Shirt. Sieht folgendermaßen aus. BSMG, Platz an der Sonne. Das T-Shirt komplett in schwarz gehalten, auf der Brust dieser weiße Schriftzug. Neckprint haben wir keinen. BSMG, Platz an der Sonne. Und dann lesen wir, was wir hier vor uns haben. Wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und Made in Haiti. Alles klar, schauen wir uns nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das T-Shirt dann getragen aus. Also wir haben hier in den dicken weißen Blockbuchstaben BSMG stehen und darunter Platz an der Sonne. Das Ganze quer über die Brust, ansonsten das T-Shirt glatt schwarz. Gefällt mir auf jeden Fall vom Design her, auch wenn es schlicht ist, echt gut, kann man auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese 6 Karten, diese Comic-Karten, der Code für den MP3-Download des Albums, die 10 Sticker in quadratischer Form, das Album, die Instrumental-Version des Albums in der Papphülle und das Album an sich im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box BSMG mit Platz an der Sonne. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album haltet, was ihr von der Box haltet. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr BSMG unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.